Das Instrument ist voll eingepackt jetzt und ganz von außen isoliert und auch mit sehr alten Decken bekleidet, um die Wärme festzuhalten. Innen drin hat Johann Sensoren angebracht, um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit kontrollieren zu können. Und das kann man hier sehen, wie wir das monitoren, so gesagt. Also die Innenseite ist so isoliert, dass die meiste Wärme, die da produziert wird jetzt, bis 70 Grad, da drin bleibt. Aber die Außenseite soll nicht so warm werden natürlich. Die Furnier soll bleiben, wo es ist und alles. Aber wir haben das so viel Erfahrung jetzt. So ist es dann immer, machen wir das immer. Es sieht ein bisschen aus wie eine Pennerwohnung. Es hat einen Tag so ist es geheizt gewesen und jetzt werden wir das Instrument auspacken. Man sieht überhaupt nicht, dass da ein Instrument drunter ist, aber das kommt gleich. Johann erklärt, dass der Flügel auf dem Kopf liegt. Mit dieser Konstruktion wird der durch die Seitenspannung verzogene Flügel wieder gerade gebogen. Die Wasserwaage ist auf 90 Grad eingestellt. Das soll herauskommen, wenn die Zange losgedreht wird. Die Spannung wird jetzt gelockert. Wir gaan nu de spanning eraf draaien. Perfekt waagerecht. Jetzt kommt der spannendste Moment. Ist der Flügel gerade geworden? Wo ist die Kase? Kerzengerade. Ja, kaarsrecht. Ja, helemaal recht. Ja. Hij is helemaal recht. Totaal gerade. Ja, geweldig, geweldig. Fantastisch. Geweldig. Der Flügel ist absolut kerzengerade. Ja, leuk. Ja. Ja. Geweldig. Es ist wunderbar, weil wenn es so eingebaut ist, kann man eigentlich nicht genau sehen, was passiert, aber es ist alles total gerade geworden. Es geht um diese Linie. Wenn die parallel zu dieser Linie verläuft, dann ist das Gehäuse des Klaviers wieder gerade. So, wie es sein muss. Wenn man sich zum Beispiel diesen Erard anschaut, dieses Gehäuse muss noch begradigt werden, wie man sieht.